Ja, und total unspektakulär beginnt dieses großartige Spiel Grey Matter und damit begrüße ich euch beim nächsten neuen Let's Play. Der NRW bei 18 hier und es geht endlich los. Viele von euch haben hier schon lange drauf gewartet. Nun ist es endlich soweit und ich freue mich schon ein klein wenig, denn ich habe viel im Vorfeld gehört. Es soll genauso gut sein wie Black Mirror. Es soll Geheimnisse haben. Es soll richtig schöne Sequenzen haben. Ich lasse mich einfach überraschen. Und ja, wir spielen es blind, weil ich kenne dieses Spiel überhaupt nicht. Es ist auch ein Spiel, was mir damals der Sven zukommen hat lassen. Auch nochmal vielen lieben Dank an dich an dieser Stelle. Aufnahmemäßig habe ich hier ausprobiert. Es klappt alles wunderbar. Wir starten jetzt gleich ein neues Spiel. Und ja, auch nochmal eine Erklärung. Ich habe jetzt Urlaub. Allerdings, ich weiß nicht, wie viel jetzt die Tage kommen wird. Das hängt von einer ganz großen Entscheidung ab. Falls ihr das Let's Play Sherlock Holmes noch nicht gesehen habt. Ich habe jetzt wir haben heute Montag, am Freitag bei meiner Katze Beasley einen relativ großen Knubbel entdeckt und da wurde jetzt eine Gewebeprobe entnommen, die jetzt im Labor ist und ja, ich bin im Moment einfach nur fix und fertig, aber ich habe mir gedacht, komm, ich muss irgendwas tun, ich muss mich irgendwie ablenken und Let's Playen ist da wirklich eine sehr gute Möglichkeit und morgen, spätestens übermorgen, also sprich spätestens Mittwoch, bekomme ich Bescheid, was es ist, was gemacht wird und ja, das wird natürlich dann auch Auswirkungen eventuell auf das Let's Play hier haben, weil dann könnte es passieren, dass lange Zeit nichts mehr kommt. Aber gut, so wollen wir erstmal nicht denken. Wir starten jetzt erstmal Grey Matter. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Ich hoffe, euch gefällt's. Wir legen los mit einem neuen Spiel. Bis gleich. Das Motorrad ist völlig im Eimer. Ich bin die neue Assistentin für Dr. Ja, wie geht es Ihnen? Ich bin die Assistentin für Dr. Stiles. Also die neue Assistentin für Dr. Stiles. Oh Gott. Hallo, ich bin die neue Assistentin für Dr. Stiles. Ich kann gar nicht glauben, was ich gestern Abend getan habe. Ich muss hier weg, bevor Sie herausfinden, wer ich wirklich bin. Ah ja, sehr, sehr mysteriös. Tutorial, hilf Sam, also wie heißt es Sam, bei der Suche nach ihrem Kaninchen Houdini und erlerne dabei alle Grundlagen der Steuerung. Du musst zuerst Houdini finden und ihm dann zu fressen sowie zu trinken geben. Finde zuerst Houdini, sieh dich in Sams Zimmer um und bewege den Mauszeiger über jeden Gegenstand, der dir interessant vorkommt. Klicke auf alles, bei dem sich der Mauszeiger verändert.
Houdini klettert gerne auf Betten, aber in diesem ist er nicht. Ich höre ihn doch. Ich liebe dieses Bett. In so einem guten Bett habe ich noch nie geschlafen. Ach, das haben sie. Oh Gott, ist das süß. Oh. Houdini! Oh, guck mal. Da bist du ja. Hast du Angst oder wolltest du nur wieder deine Spielchen mit mir treiben, du Fellknäuel, du? Ich habe mir Sorgen gemacht. Warum guckt die ihn denn nicht an? Oh ja. Och, an den Ohren. Och, das ist doch... Hey, das macht man nicht. Rühr dich wenigstens für 10 Minuten nicht vom Fleck, ja? Oh Gott, ist süß. Oh Gott. Gut gemacht. Jetzt musst du Houdini noch zu fressen und zu trinken geben. Sieh dich im Zimmer nach den passenden Gegenständen um. Vielleicht solltest du einen Blick in deinen Rucksack werfen. Wo ist der denn? Da. Rucksack. Ach, herrje. Frankenstein. Streich. Der Daedalus Club in London. Ich werde da schon hinkommen. Irgendwie. Ich habe noch ein paar Leckerlis für Houdini übrig. Dieses Kaninchen hat einen gesünderen Appetit als ich. Das ist wohl wahr. Du hast die Karotte gefunden. Gib sie jetzt Houdini. Bewege den Mauszeiger an den oberen Bildschirmrand, um das Inventar zu öffnen. Klicke mit der rechten Maustaste auf die Karotte. Klicke mit der linken Maustaste auf den Käfig, um deinem Kaninchen sein Lieblingsfutter zu geben. Einen ausgewählten Gegenstand kannst du jederzeit wieder zurück ins Inventar legen, indem du erneut mit der rechten Maustaste draufklickst. Oh, ist das süß. Und jetzt frage ich mich gerade, wo bitte hat die das süße kleine Kaninchen samt Käfig bitte auf dem Motorrad gehabt? Hm. 5 Pfund sind alles, was ich noch habe. Ich hätte in Liverpool niemals dieses Schrottmotorrad kaufen sollen. Jetzt bin ich völlig abgebrannt. Man sollte immer ein schönes, gutes Kartendeck dabei haben. Hey, Mom und Dad. Der Regen hat euch scheinbar nichts ausgemacht. Das ist gut. Ich bin fast durch. Ziemlich düster und genau nach meinem Geschmack. Aber ich muss es jetzt nicht unbedingt mit mir herumschleppen. Mein erstes Zauberbuch. Die Tricks sind zwar eher für Kinder, aber die Grundtechnik muss jeder beherrschen. Ohne das Buch gehe ich nirgendwo hin. Houdinis Wasserspender. Dummerweise ist er leer. Erstaunlich, wenn man bedenkt, wie durchnässt ich gestern Abend war. Ein Handtuch ist das über alle Maßen nützlichste, was ein Anhalter besitzen kann. Ein junges Ding, das alleine reist, sollte mehr als nur ein paar Zaubertricks im Ärmel haben. Aha. Also ich habe mir natürlich extra im Vorfeld nichts von dem Spiel angeguckt, weil ich wirklich hier in dieses Spiel komplett eintauchen möchte. Allerdings stelle ich gerade fest, dass das vielleicht doch gar nicht mehr so schlecht ist. Wartet mal. Ich habe von dem Sven das Ganze hier natürlich auch wieder in der Collectors Edition gekriegt. Also er hat hier wirklich keine Kosten und Mühen gescheut. Hier ist wirklich Unmengen an Bonusmaterial drin. Wir haben hier den Original-Soundtrack drauf. Wir haben hier ein Grey Matter-Kartenspiel. Wir haben Postkarten mit richtig geilen Hochglanzmotiven drauf. Wir haben ein richtig dickes Handbuch. Wir haben ein Poster von 2 Seiten bedruckt. Also es ist wirklich Wahnsinn. Und das Spiel geht unter folgenden Sachen hier an den Start. Voller Verzweiflung versucht der mysteriöse Dr. Stiles Kontakt zu seiner verstorbenen Frau herzustellen, bis scheinbar zufällig die junge Mentalistin Samantha in sein Leben tritt. Plötzlich häufen sich in Oxford rätselhafte Ereignisse. Getrieben von ihren eigenen Motiven begegnen sich beide auf der Suche nach Erklärungen für die paranormalen Phänomene. Ja, dann würde ich mal sagen, das Ganze ist aus dem Jahre 2010. Hotel übrigens, was ich auch vor kurzem gespielt habe, ist aus dem gleichen Jahr. Man sehe auch nur leicht den Unterschied. Gut, also, wir müssen jetzt erstmal uns um Houdini kümmern, das kleine süße Kaninchen. Oh Gott, ist das süß. So, jetzt gibt es etwas für die Beißerchen. Aber schling nicht so, sonst spuckst du wieder die Hälfte aus. Oh Gott. Sehr gut, jetzt gilt es noch Wasser für Houdini zu finden. Sieh dich weiter um und klicke auf alles, bei dem sich der Mauszeiger verändert. Haben wir hier eigentlich auch was? Ja, ja. Okay. Wasserkanne. Kann ich auch schneller gehen? Kann ich auch schneller mit dem Popo wackeln? Wo ist denn hier... Ah, okay. Nee, rechts. Jetzt der Wasserspender passt an Houdinis Käfig. Ja, weiß ich doch. Jetzt muss man sich hier ein bisschen umgewöhnen. Mit links und rechts, das ist hier ein bisschen verdreht.
gehen die auch, ja. So, das ist ein voller. Ausgezeichnet. Gib jetzt Houdini das Wasser. Öffne das Inventar, klicke mit der rechten Maustaste auf den gefüllten Wasserspender und danach mit der linken Maustaste auf den Käfig. Hallo? Das und das. Houdini, mein kleines Süßes. Oh Gott, sieht das niedlich aus. Oh Gott. Frisches, kühles Wasser. So. Glückwunsch. Du hast dich um Houdini gekümmert und das Tutorial abgeschlossen. Jetzt kannst du dich nach Belieben in Dread Hill Anwesen umsehen. Viel Glück. Na toll. Ich muss versuchen herauszufinden, wo wir sind. Du kannst es dir noch eine Weile gemütlich machen. Genieße es, solange du noch kannst. Wieso? Lass ja das süße Kaninchen in Ruhe. Sonst kriegst du es mit mir zu tun. Nichts als Bäume da draußen. Ich muss herausfinden, wo ich bin. Aha. Houdini muss diese Pflanze für einen überdimensionalen Salat gehalten haben. Okay. Gut, dann würde ich sagen, haben wir hier alles abklabastert. Dann gehen wir mal raus. Hier irgendwie die Hotspots, die kommen auch nur irgendwie, wenn sie wollen. Die Gute wackelt aber echt extrem. Ich muss von hier verschwinden, bevor sie herausfinden, dass ich gelogen habe. Aber zuerst muss ich eine Karte, einen Busfahrplan oder etwas Ähnliches finden, damit ich weiß, wie ich hier wegkomme. Okay, Foyer. Warte mal. Nee, da will ich noch nie hin. Hallo, hallo! Wow! Die Grafik sieht ja mal megamäßig geil aus. Ja, aber... Also die... Was ist denn jetzt... Keine Menschenseele. Und ziemlich ruhig ist es auch. Brauchst du bei deinem Abenteuer vielleicht Hilfe? Kein Problem. Mit der Leertaste kannst du nämlich alle interaktiven Zonen auf dem Bildschirm einblenden. Ah. Achso, und sie bleiben eingeblendet? Sie ist hübsch. Sieht ein bisschen wie Grace Kelly aus. Ich frage mich, wer das ist. Sie ist... Salon, ja, sie bleiben eingeblendet. In diese Statue will man auch nicht unbedingt reinrennen, wenn man nachts im Dunkeln über die Treppe stolpert. Nachricht für Assistentin. Ja, und wie sind denn die neue Assistentin? For the new... Ja. Da steht, für die neue Assistentin. Ich hoffe, dass ich schon längst über alle Berge bin, wenn sie herausfinden, dass ich das nicht bin. Ja, aber was ist das? Da steht... Ja, Briefumschlag. Pff, dann nehme ihn eben nicht. Das... Gut, mit rechts? Auch nicht. Ich hätte gedacht, sie will da jetzt reingucken oder so. Moment, hier oben war doch auch noch irgendwas, oder? Die Statue einer verhüllten Frau. Keine Ahnung, was das bedeuten soll, aber sieht ganz schön düster aus. Gefällt mir. Also, die werden ja immer wieder eingeblendet. Das ist ja furchtbar. Keine Ahnung, wen ich jetzt anrufen könnte. Ich kenne hier niemanden. Und in einer Werkstatt brauche ich auch nicht anzurufen, weil ich mehr oder weniger blank bin. 110? Hilfe, Hilfe? Eieiei. Aha. Diese Aquarelle sind schön, ich würde sagen selbstgemalt. Jemand in der Familie muss ein Künstler sein. Ein L und ein D. Licht und Dunkelheit? Ach, keine Ahnung. Wo sieht ihr denn da ein L und ein D? Diese Aquarelle sind ein Pärchen in einem Boot. Typische Szene für eine romantische Beziehung. Wäre es eine meiner Beziehungen, wäre das Boot mitten im Ozean in einem Sturm. Diese Aquarelle sind schön. Okay. Boot. Okay. Schrank. Kerzen. Porzellan und Tafelsilber. Schick. Wo sind jetzt die Kerzen? Außer Porzellan und Tafelsilber ist da nichts drin. Cooler Kerzenhalter. Jetzt bräuchte ich nur noch ein Nachthemd und dazu stürmisches Wetter. Dann könnte ich Jane Eyre nachspielen. Oh Gott. Die Frau scheint echt auf düstere Sachen zu stehen. Du meine Güte.
An diesem Tisch könnte man das ganze Repräsentantenhaus durchfüttern. Manche Leute haben das Geld dafür, manche nicht. Der Samtbezug ist ganz schön abgenutzt. Ich wette, diese Stühle stehen hier schon ziemlich lange. Was macht die da? Warum guckt die nach oben? Ich sehe die lange Einfahrt, von der ich gestern Abend gekommen bin. Die Straße ist noch da. Na, immerhin. Ah, sie läuft auch. Okay. In dem Schrank sind viele CDs, aber keine Landkarten oder Adressen. CDs. Ein komischer Ort für eine Stereoanlage. Vielleicht beruhigt die Musik die Patienten beim Essen. Tja, man kann ja nie wissen, ne? Ausgestopfte Eulen. So hat das Abendessen einen Hauch von frisch auf den Tisch. Wow. Die Dinger da oben sehen aus wie Wikingerköpfe. Gut, hier geht's ja dann... Da scheint sich jemand gut um die Pflanzen zu kümmern. Okay. Wieder raus. Dann wirf einen Blick ins Tagebuch. Okay. Aber die Küche? Weil sie guckt sich ja überall um. Ich höre jemanden. Ah. Da gehe ich besser nicht rein. Okay, was ist mit dem Salon? Oh Gott, ich gucke direkt auf das Skelett hier. Und was macht die Figur hier bitte? Warum hebt die Hand so komisch? Noch ein bisschen hören, das könnte was anderes heißen. Eieiei. Hier scheint ja jemand ein richtiger Bücherwurm zu sein. Irgendwann will ich mal eine Bibliothek haben. Ja, will die nicht jeder haben. Ich rauche nicht. Aha. Hier scheint ja jemand ein richtiger Na, was haben wir da oben? Dieses Haus ist total unheimlich. Und ich als Goth weiß, wovon ich rede. Na, Gothic ist schon ein Foto eines Pärchens. Die beiden geben ein nettes Paar ab. Das Foto ist zwar kitschig, aber sie sehen glücklich aus. Aha. Was haben wir hier vorne? Schachtel mit Fotos. Scheinen Familienfotos zu sein. Nichts, was mir irgendwie weiterhelfen könnte. Ich könnte wirklich etwas Geld gebrauchen. Selbst 20 Pfund würden reichen. Ich bin völlig blank. Allerdings lautet das Credo der Zauberer, nimm niemals Geld oder andere Wertgegenstände an dich. Ich kann einfach nicht. Aha. Ach, aber Der Computer ist uralt. Ja. Selbst ein Rechenbrett hat sich ja mehr drauf. Da liegen weder Karten noch Busfahrpläne herum. Nicht mal eine Adresse. Was haben wir denn hier? Schreibtisch, Aschebecher, Feuerwerker, Bücher, Diplome. Der Kamin scheint ewig nicht mehr benutzt worden zu sein. Ich guck mir alles an. Ich nehme da jetzt auch Zeit für. Sieht ganz so aus, als müssten die Patienten hier ziemlich lange warten. Leider befindet sich auf dem Globus keine Aufschrift, die lautet, an dieser Stelle bist du. Wie reizend. Genau das, was man sehen will, wenn man bei einem Doktor wartet. Die Gehphysik von ihr gefällt mir, weil sie fängt langsam an zu gehen, dann wird sie schneller und wenn sie da ist, wird sie langsamer. Das finde ich gut gemacht. Dr. David Stiles, Neurobiologie. Ich hoffe, er findet eine Assistentin. Die beiden geben ein nettes Paar. Okay. Komm mal da rein. Nein. Abgeschlossen. Gut, dann können wir hier wieder raus ins Foyer. So, dann wieder nach ägyptische Göttin. Was habe ich da gelesen?
kann auch keiner lesen. Was haben wir denn hier? Tür, das ist doch noch eine Tür. Da ist wahrscheinlich noch ein Schlafzimmer. Ich mache die Tür lieber nicht auf. Wer auch immer da drin ist, könnte sich gestört fühlen. Klar, aber unten in die andere Tür einfach so reinplatzen. Da sind einige alte, verstaubte Rüstungen drin. Diese Gargoyles sehen so aus, als würden sie von einem alten Gebäude stammen. Sieht wie ein Mönch aus. Oder wie Quasimodo nach einer Schönheitsoperation. Aufrecht natürlich. Da. Merkwürdiges Gemälde. Eine Frau und eine Eule. Gefällt mir. Sieht irgendwie surreal aus. Scheint ein weiteres Schlafzimmer zu sein. Ich glaube, da gehe ich nicht rein. Aber wieso David? Ne. Super. Klasse. Was, Zauberbuch? Warte mal. Kann ich da reingucken? Ja. Das ist Sams Zauberbuch. Blättere darin und wirf einen Blick auf diese grundlegenden Zaubertricks. Vielleicht kannst du ja in den ein oder anderen davon irgendwann mal einsetzen. Bewege den Mauszeiger auf die Seite. Sie wird daraufhin hell hervorgehoben. Und klicke sie mit der linken Maustaste an. Bewege zum Blättern die Mauszeiger auf die gewünschte Seite und klicke mit der rechten Maustaste. Ach, jetzt weiß ich auch, warum das Kaninchen. Ja, ein professioneller Zauberer muss verschiedene Dinge beachten. Zuallererst muss man den passenden Zaubertrick für die Situation aussuchen. Blättere durch das Buch, um den richtigen Trick zu finden. Wenn du einen ausgewählt hast, musst du dich mental darauf vorbereiten. Überlege dir die einzelnen Aktionen, die du durchführen musst, und gebe sie im Geiste einmal durch. Gehe sie im Geiste einmal durch. Wenn du bei der Aktionsfolge einen Fehler machst, musst du ab der letzten richtigen Aktion wieder neu anfangen. Pass also gut auf, wenn du nicht die Konzentration verlieren willst. Sobald du die Aktionen richtig ausgewählt hast, bist du bereit für den Zaubertrick. Ein professioneller Zauber benötigt nur wenige einfache Grundaktionen. Diese Grundaktionen sind: Gegenstand aus Inventar in einem verborgenen Körperbereich verstecken? Hä? Gegenstand in der Hand platzieren. Gegenstand aus der Hand in Tasche oder Ärmel verschwinden lassen. Gegenstand aus der Hand in die andere bewegen. Gegenstand aus der Umgebung nehmen. Gegenstand in der Umgebung ablegen. Gegenstand in der Hand manipulieren. Publikum ablenken. Faszinierend. Das ist das A. Das Geheimnis des verschlossenen Zimmers. Der Trick hierbei besteht darin, einen kleinen ferngesteuerten Krachmacher in Klopapier zu wickeln und unter einer Tür durchzuschieben. Wenn dein Publikum oder Opfer bei dir ist, aktivierst du den Krachmacher mit der Fernbedienung. Das hört sich dann so an, als ob sich irgendjemand hinter der Tür befinden würde. Aber wenn das Publikum bzw. dein Opfer in das Zimmer geht und nachschaut, findet es dort niemanden. Und jeder amüsiert sich köstlich über diesen Scherz. Wieder alles mit dem Kaninchen. Das zerstörte und wieder reparierte Ring. Der zerstörte und wieder reparierte Ring, meine Güte. Über nichts regen sich die Menschen mehr auf, als wenn einem wertvollem Schmuckstück etwas zustößt. Omas Brosche. Oder der Hochzeitsring der Schwester. Für diesen Zaubertrick braucht man einen ferngesteuerten Krachmacher, der Knirschgeräusche von sich gibt. Erstens, bringe den Krachmacher im Abfallzerkleinerer in der Küche an, bevor dein Opfer auftaucht. Im Büro funktioniert es auch mit einem Papierschredder. Platziere den Krachmacher, die Krachmacher-Fernbedienung, in deiner linken Hand. Locke dein Opfer zum Zerkleinerer oder Schredder. Ra. Sorge dafür, dass er dir den Ring zum Ansehen gibt. Nimm den Ring in deine rechte Hand. Manipuliere den Ring, damit es so aussieht, als ob du ihn in den Zerkleinerer oder Schredder wirfst. Lenke dein Opfer ab, indem du die Flugbahn verfolgst. Manipuliere die Fernbedienung, wieso das denn? Um den Krachmacher zu aktivieren. Während dein Opfer in Panik ausbricht, kannst du den Ring in deinen rechten Ärmel verschwinden lassen. Später kannst du dann den Ring repariert wieder hervorzaubern. Echt lustig. Oh, wie viel denn noch? Der Zaubertintenfleck, das unbeschädigte, zerrissene Zeitung. Hallo? Wie komme ich denn? Teile und herrsche. Kein Briefgeheimnis. Fortsetzung.
Der bodenlose Becher, Telefonwahrsagerei, die schockierende, selbstheilende Hunde, Schall und Rauch, Obstschale, Hütchenspielherr, Hellseher. Und das war's. Gut, also ich denke mal, dann werden wir das im Laufe des Spieles auf jeden Fall noch brauchen. 5 Pfund sind alles, was ich noch habe. Ich hätte in Liverpool niemals dieses Schrottmotorrad kaufen sollen. Jetzt bin ich völlig abgebrannt. Wissen wir Sams Tagebuch. Das Tagebuch. Darin werden sortiert nach Kapiteln alle Dialoge und Beschreibungen aufgezeichnet, die bisher im Spiel vorgenommen sind. Klicke auf einen der nummerierten Kapitelreiter, um das entsprechende Kapitel auszuwählen. Wähle eine Seite mit dem Mauszeiger aus und benutze die rechte Maustaste, um zu blättern. Merkwürdige Gemälde, eine Frau und eine Eule, gefällt mir, sieht irgendwie surreal aus, tatsächlich. Abgeschlossen. Selbst das wird hier drin, ach du liebe Zeit. Kapitel 1. Gut. Wissen wir das also auch. Eine junge Frau, die alleine unterwegs ist, braucht mehr als nur ein paar Tricks im Ärmel. Ein gutes Kartendeck, unverzichtbar. Gut, dann war's das jetzt erstmal. Hier oben. Und hier unten. Tja. War nur der Speiseraum. Frauenstadt, oberer Flur. Löwe und Löwe-Gesicht. Ist das was Unterschiedliches? Diese ganzen einladenden Fratzen hier machen mich langsam verrückt. Ich sollte lieber nach einer Karte oder sowas in der Art suchen, um herauszufinden, wo ich hier gelandet bin und wie ich in die nächste Stadt komme. Vordereingang. Tap, tap, tap. Ich glaube, ich habe gestern ein Schild gesehen. Ich sollte mich hier genauer umsehen. Ach, herrje, Hinterhofhaus. Bushaltestelle. Ich muss eine Karte oder etwas Ähnliches finden. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo die nächste Bushaltestelle ist. Ja, aber hier steht doch Bushaltestelle. Wollt ihr mich verarschen? Das Spiel will mich verarschen. Garage, Statue, Turm. Da habe ich gestern mein Motorrad reingestellt. Ich werde es wohl stehen lassen. Ist eh nur noch ein Haufen Schrott und die Reparatur wäre viel zu teuer. Dafür, dass sie ja hier eigentlich gar nicht hingehört und dass sie eigentlich auch versucht, so schnell wie möglich wegzukommen, hat sie sich aber hier gut ausgebreitet. Sieht ganz so aus, als könnte es jede Sekunde wieder zu regnen anfangen. Typisch. Der Turm ist irgendwie merkwürdig, so abseits wie er da steht. Sieht eher wie eine Miniatur oder Nachbildung aus. Okay, von was? Ich liebe diese ganzen alten Gothic-Sachen hier überall. Wirklich ein cooles Haus. Ja, aber in den Turm komme ich nicht rein. Nein. Freunde, dann würde ich sagen, machen wir Schluss. Das war der erste Teil vom aufregenden Let's Play Grey Matter. Und dann sehen wir uns im nächsten wieder. Bis dahin, NRW über 18. Adieu.